Ja, willkommen zurück zur Navigate nach der Kaffeepause. Ich hoffe, alle sind gestärkt zurück und freuen sich auf den nächsten Vortrag. Ja, wir haben schon angekündigt, der nächste Vortrag kommt aus der öffentlichen Verwaltung. Titel ist Mit Prozessautomatisierung und Co-Creation zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ja, Digitalisierung öffentliche Verwaltung, heißes Thema, glaube ich, mit einer ganzen Menge Potenzial. Wir haben Klaus Strauber, IT-Architektur der Landeshauptstadt München, hier heute für den Talk mit dabei, gemeinsam mit Dominik Horn, Co-Founder von Miragon ex Flow Squad. Genau, die beiden beschäftigen sich mit dem Thema, mit der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Zwei Themen fand ich an dem Vortrag so interessant. Einmal diese Aussage Public Money, Public Code, finde ich irgendwie eine schöne Aussage, eine tolle Aussage in Richtung Open Source Initiativen. Bin gespannt, ob wir da heute mehr zu hören. Ja, und einfach dieses Skalierungsmodell, Co-Creation hier genannt, wie man eben dahin kommt. Wir haben das heute Morgen in dem Vortrag von Bernd auch schon kurz angerissen, irgendwie die Menschen an Digitalisierung mitmachen zu lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag und wir hören uns nachher zu den Fragen wieder. Vielen Dank, Matthias, für die Einleitung. Ich bin auch gespannt, ob wir von dem Vortrag heute Morgen von Bernd auch seine Themen, die er rund um Low-Code platziert hat, ob die Lösung, die wir da entworfen haben, ob die in die Richtung geht, wie er das auch sieht. Können wir vielleicht nachher noch in der Speaker-Lounge diskutieren. Nochmal kurz zu mir. Der Matthias hat es schon gesagt, ich bin der Dominik, ich bin Co-Founder von Miragon. Wir haben vor 2 Jahren eine Firma gegründet im Bereich Prozessautomatisierung. Wir machen Beratung und Produkte. Und ich bin seit 1,5 Jahren bei der Stadt München auf dem Projekt DigiWF. Und dann würde ich auch schon an Klaus übergeben, weil er die ersten Teile der Präsentation übernimmt. Vielen Dank, Dominik. Mein Name ist Klaus Strauber, ich bin IT-Architekt bei der Landeshauptstadt München und im Bereich Software Engineering. Können wir eigentlich gleich zur zweiten Folie gehen? Stadt München, denke ich, wird nahezu jeder kennen. Wir sind tatsächlich aus der Verwaltung, vom IT-Dienstleister der Verwaltung, ITM. Also wir haben sehr viele Bürger, sind auch eine der größten oder die größte Kommune in Deutschland. Das heißt, wir haben auch sehr viel IT, die gepflegt werden muss, die gewartet werden muss. Und entsprechend haben wir auch einen relativ großen IT-Dienstleister mit inzwischen, glaube ich, über 1.000 Mitarbeitern. Und ich bin da festangestellt, Dominik als Berater. Die Farbgebung, na, ist egal. Die Farbgebung des Foliensatzes ist in Gelb und Schwarz gehalten. Es liegt daran, dass die Stadtfarben der Stadt München Gelb und Schwarz sind. Im Fußball sind wir immer noch rot. Mit der Aussage, größte Kommune, machst du dich im Kamunda-Umfeld auch nie beliebt, wenn man Richtung Berlin und Hamburg schaut. Aber im Endeffekt hast du schon recht, wenn du Richtung Kommune schaust. Berlin ist ja auch ein Land und Hamburg auch. Okay, nächste Folie bitte. Wir haben tatsächlich viele Bürger, also sind inzwischen über 1,5 Millionen. Wir haben viele Prozesse, viele IT-Systeme. Dem einen oder anderen wird auch das Thema OZG was sagen, also Onlinezugangsgesetz. Dort werden mehrere hunderte Verwaltungsdienstleistungen dem Bürger online zur Verfügung gestellt. Und unser Anspruch ist natürlich, diese Verwaltungsdienstleistungen nicht nur über ein Formular zur Verfügung zu stellen und dann ein PDF daraus zu generieren und das PDF dann schön brav abzuschreiben oder per Hand zu übertragen in die Fachverfahren, sondern wir wollen hier eine Ende-zu-Ende-Verbindung machen. Und da hilft uns eben Camunda oder unsere DigiWF-Plattform. Entstanden ist das ganze Projekt aus, ich sage dann schon weiter, kannst du nochmal zurückgehen, bitte? Entstanden ist das Ganze aus einem Projekt, das nennt sich Neo IT. Ursprung war, dass wir dokumentorientierte Prozesse digitalisieren wollten und das hat man dann übernommen, auch die Bürgerprozesse zu digitalisieren. Okay, jetzt bitte nächste Folie. Ein ganz wichtiger Grundsatz, deswegen habe ich den auch so einsam und alleine auf die Folie gestellt, diesen Satz, ist, dass wir nicht versuchen, hier mit den großen Low-Code-Plattformen dieser Welt Schritt zu halten. Also wir bauen nicht 1.000 Funktionalitäten, von denen wir dann nur 5% nutzen, sondern wir haben hier im Gegenteil einen sehr agilen Ansatz gewählt. Wenn Bedarf besteht, dann entwickeln wir auf Standardtechnologien Funktionalität und stellen die dann so bereit, dass die auch von Nicht-Technikern wiederverwendet werden kann. Der Punkt ist, dass wir aktuell
ja, 4, 5, 6 Entwicklungsressourcen haben, schwankt immer ein bisschen. Demgegenüber stehen aber 50, 60, 70 Personen, die Prozesse automatisieren können. Und ja, dieses Ungleichgewicht müssen wir uns natürlich zunutze machen. Wir müssen die große Anzahl der Leute dazu enablen, dass sie auf unserer Plattform zum Beispiel die Sachen, die im OZG gebraucht werden, auch umsetzen können. Okay, nächste Folie bitte. Danke. Was machen wir also mit DGBF? Also unser Konzept ist im Prinzip, eine Prozessintegrationsplattform mit Low-Code-Anteilen zu bauen. Hier sieht man den Run-Anteil. In der Mitte ist DGBF Core. Da gehe ich her noch mal drauf ein. Das sind 5 Services. Oben haben wir einen Integration Layer zu GUI. Wir haben eine Tasklist gebaut. Das ist so das Erste, was viele machen, wenn sie mit Camunda anfangen zu arbeiten. Wir haben da aber auch einzelne Formulare, die man zu Runtime erzeugen kann, die man in beliebige Anwendungen rein integrieren kann oder einfach nur APIs, wo man eigene Oberflächen drauf bauen kann. Und drunter ist der Application Integration Layer. Also das ist im Prinzip die Integration in unsere sehr heterogene IT-Infrastruktur. Vereinfacht gesagt, kann man dort alles anbinden, was eine Schnittstelle hat. Und wenn es keine Schnittstelle hat, dann nimmt man halt einen RPA-Client, den man anbindet. Nächste Folie bitte. Dazu haben wir auch noch einen Bereich Bild. Das ist genau das, wo das Low-Code zum Tragen kommt. Dort haben wir eine Oberfläche. Das wird der Dominik auch danach noch demonstrieren und auch da näher darauf eingehen, was da die Vor- und Nachteile sind und wo wir uns dahin bewegen werden in Zukunft. Da haben wir eine Oberfläche, wo Designer oder Prozessdesigner BPMN-Prozesse modellieren können, wo Decision Tables modelliert werden können und wo auch Formulare modelliert werden können. Nächste Folie bitte. Eine ganz wichtige Sache ist bei uns der Eventbus. Das ist jetzt bei uns Apache Kafka. Das kann aber im Prinzip alles sein, wenn man die DGBF-Plattform verwendet. Das kann im Prinzip alles sein, was Spring Cloud Stream als Binder unterstützt. Wir haben halt für unsere Zwecke Apache Kafka genommen. Für uns ist der Eventbus aus 2 Gesichtspunkten extrem wichtig. Einmal haben wir natürlich, wenn man zum Bürger hindenkt, ein 24x7-Szenario, was wir jetzt nicht unbedingt in unserer Verwaltungsinfrastruktur haben. Dort wird eher noch in den Öffnungszeiten der Verwaltung gedacht. Und da werden auch gerne mal Applikationen, besonders gerne am Freitagnachmittag, abgeschaltet. Das ist so ein kleiner Puffer. Und das Zweite, das wird auch der Dominik Herner noch mal kurz zeigen, ist, dass wir über diesen Eventbus aus der Co-Creation in den Run deployen können. Also wir können, ein Nicht-Techniker kann Prozesse auf unserer Anwendung deployen und auch Formulare und Decision Tables. Nächste Folie bitte. Genau, was ist jetzt da drin? Im Kern haben wir 5 Services, die auch völlig unabhängig voneinander sind. Also die kommunizieren alle über den Eventbus. Zum einen ist natürlich die Prozess Engine, da ist Camunda drin. Dann haben wir einen Task Service für die User Tasks und noch einen Form- und Validation Service, wo man Formulare zur Laufzeit darstellen kann und auch validieren kann. Wie gesagt, die sind völlig unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann auch aus einem beliebigen anderen System beispielsweise einen User Task erzeugen. Es muss nicht unbedingt aus dem Prozess sein. Bei uns ist es in der Regel aus dem Prozess. Aber die kann man auch außerhalb der Prozesse verwenden. Nächste Folie bitte. Und was haben wir noch im Application Integration Layer? Wie gesagt, im Prinzip alles, was eine Schnittstelle hat. Ich habe jetzt hier mal so ein paar sehr prototypische, generische Sachen reingeschrieben, wie eine S3 Integration, wo wir unser File Handling machen, Mail, LDAP, JMS. Dort kann aber auch beliebiges anders sein. Also wir haben in den Projekten DMS angebunden, wir haben SAP angebunden, wir haben eigene Services, die überhaupt kein Backend, keine Backend-Anbindung haben, hier reingehängt. Also da ist man völlig frei. Wir stellen hier eine Reihe von Spring Startern zur Verfügung, wo man auch sehr, sehr schnell zu seinen eigenen Integrationen kommen kann, wo dann so Standardsachen wie File-Handling abgehandelt werden oder die Kommunikation mit dem Eventbus. Da wird der Dominik auch hernach noch detaillierter drauf eingehen. Also diese Palette kann man wirklich beliebig erweitern. Und dann möchte ich eine Stufe nach unten geben. Und eine Stufe Dominik, nach unten hin.
Genau. Weiter die Technik. Mich hört genau, man, oder? Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich mein Mikrofon gemutet habe oder nicht, aber ich merke schon, mich hört man. Ja. Was der Klaus jetzt hier erzählt hat mit was die GWF ist und was die Probleme sind, also dass wir quasi eine sehr, sehr heterogene Landschaft haben, die jetzt hier unten mit wirklich 5 einfachen Basisdiensten im Application Integration Layer aufgezeichnet ist. Das ist so ein bisschen das, um was sich die GWF dreht. Wie können wir diese Integrationen unten so bereitstellen für die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, was vorwiegend natürlich die Automatisierung von Prozessen sind, sodass wir nicht für jeden Prozess, der wieder ein ähnliches System braucht, die gleiche Schnittstelle anbinden müssen und dieselben Funktionalitäten schreiben. Und das dreht sich so ein bisschen unser Integrationskonzept. Und in unserem Integrationskonzept, da müssen wir an verschiedenen Stellen integrieren. Also wir müssen an verschiedenen Stellen zum Beispiel Systeme anbinden oder bestehende Funktionalität, die zum einen schon vorhanden sein kann durch einen Basisdienst wie ein Dokumentmanagementsystem, zum anderen aber auch von mir aus jetzt hier mit dem Task Daten validieren, durch einen neuen Microservice bereitgestellt wird, der aufgrund dieses Digitalisierungsvorhaben erst implementiert wird oder von mir aus auch dazugekauft wird, wenn es ein System gibt, das die Anforderungen schon entsprechend abdeckt. Für uns ist es wichtig, dass wir an den einzelnen Stellen ein Stück weit Wiederverwendbarkeit schaffen. Und wie wir da vorgehen, da muss ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen zunächst, und zwar, was denn Integration durch unseren Ansatz, einen Eventbus zu verwenden, bedeutet. Und im Endeffekt habe ich es jetzt hier mal vereinfacht dargestellt mit einem Service-Task. Ein Service-Task wäre natürlich in dem Fall Fire and Forget. Das kommt durchaus vor, wenn wir zum Beispiel mal Notifications raussenden und uns dafür entscheiden, nicht wirklich auf die Antwort zu warten. Aber die überwiegende Fälle oder in den überwiegenden Fällen haben wir Send and Receive. Von die GWF heraus zum Beispiel stellen wir dann ein Template bereit, das ein bisschen komplexer ist als das, was ich hier unten gerade in dem Streaming-Template-Pool modelliert habe. Aber prinzipiell ist es, ich sende etwas in Kafka rein und ich warte auf eine Antwort. Und das, was sende ich rein, das machen wir über Element-Templates. Über Element-Templates oder noch genauer, wenn man im Camunda-Umfeld unterwegs ist, über Input-Variablen. Das heißt, jede BPMN-Aktivität hat ja einen Variablen-Scope und wir setzen Input-Variablen auf einen Task und erwarten Output-Variablen von diesem Task. Und was wir im Endeffekt machen ist, wir erstellen aus diesen Input-Variablen, die über ein Element-Template definiert werden, erstellen wir generisch ein Payload, den wir dann als Event in Kafka reinschreiben, und beim Zurückschreiben in den Prozess machen wir wieder ein Output-Mapping, sodass wir auch sicher gehen können, dass bestimmte Funktionalitäten, die wir zentral bereitstellen, wie zum Beispiel das Versenden von einer E-Mail im einfachsten Fall oder das Speichern von einem Dokumentenmanagementsystem, dass wir das unabhängig vom Prozess verwenden können, und das stellen wir sicher dadurch, dass wir auf den lokalen Variablen-Scope gehen. Das heißt, im Endeffekt besteht bei uns eine BPMN-Aktivität, ob Service-Task oder Call-Activity, aus einem Input-Output-Mapping und natürlich einer Definition, was dort drin passieren soll. Und so ein Element-Template im Camunda-Umfeld ist so ein bisschen fast wie ein JSON-Schema, ist leider nicht ganz ein JSON-Schema, wär schön gewesen, aber was wir da momentan machen ist, wenn wir zum Beispiel in unserem E-Mail-Integrationsbaustein ein Event definieren, auf das wir hören, dann ist es natürlich für uns ein normales, wenn wir es von Java reden, ein Poacher, eine normale Java-Klasse. Und aus dieser Java-Klasse heraus leiten wir dann das Element-Template momentan manuell ab, sodass wir sagen, okay, die Klasse besteht aus 5 Attributen, also erwarten wir diese 5 Input-Variablen, dass dieses Event konsumiert werden kann von unserem Mail-Service. Wie das im Detail aussieht, ist so, dass es natürlich wieder in Run und Build aufgeteilt ist. Auf der Run-Seite haben wir DGWF Core. In DGWF Core läuft der Prozess ab. Der Prozess hat zum Beispiel hier eine Aufgabe Bestätigung senden. Diese Aufgabe Bestätigung senden, da wird dann, werden die Input-Variablen genommen. Es wird aus den Input-Variablen ein Payload erzeugt, in den Eventbus reingeschrieben. Der Mail-Service, wenn er denn für das Topic und den Type des Events zuständig ist, konsumiert dieses Event, wandelt es dann über Spring Cloud Screen automatisch in das Pocho, in das normale Java-Objekt, ins normale Java-Objekt um und nutzt dann bestehende Services, die wir zentral bereitgestellt haben, wie zum Beispiel, die Stadt hat natürlich einen Mailing-Server, also wir setzen keinen Mailing-Server aus, nur weil wir Mailing nutzen, oder wir haben einen S3-Service bereitgestellt, um File-Handling zentral oder das Problem des File-Handlings zentral lösen zu können.
weil wir beispielsweise beim Versenden einer Mail auch Anhänge mit versenden. Und vorgelagert ist eine Aktivität, was aus einem Template besteht, das in einem Vorlagensystem bei der Stadt des Dacosis im Einsatz eine PDF-Vorlage erzeugt, die diese PDF-Vorlage in den S3-Service ablegt und dann über ein Input-Mapping, in dem Fall die Referenz auf das File, was in dem Template für den Mail-Service enthalten ist, wird das Ganze mitgegeben. Der Mail-Service lädt sich aus dem S3 das File runter und sendet es als Anhang per Mail mit. So muss man sich ein bisschen vorstellen. Und was dann quasi als Input benötigt wird, das wird in Element-Templates bereitgestellt. Also das Team, das sich um die Domäne, wenn man es jetzt mal Domäne nennen kann, um die Domäne Mailing kümmert und die Domäne Mailing entwickelt, dasselbe Team liefert Element-Templates für Prozesse, die cross-funktional quasi verwendet werden. Es ist so, dass es bei uns häufig so geschnitten ist, dass wir Basisdienste haben, wie Dokumentmanagement, Mailing, Einwohnermeldewesen, Kfz-Register, Master, alle möglichen Fachverfahren, die es da so gibt. Und diejenigen, die diese Fachverfahren für die Prozessplattform verfügbar machen, diejenigen stellen auch Element-Templates für die Modellierung zur Bildzeit bereit, sodass wir in der Co-Creation bei der Modellierung der Prozesse sicher gehen können, dass wir auf eine Stück weit versionierte API zurückgreifen und Bausteine nutzen, die auch von den Integrationsservices genutzt werden können. Und das ist auch nochmal hier wichtig zu betonen, was wir bei der Stadt unter Low-Code verstehen. Wir verstehen unter Low-Code nicht, dass wir uns eine Konfigurationsplattform holen, die Citizen Development verspricht und dann eine proprietäre Standards hat, um irgendwie ja ein Stück weit mit Konfiguration und Entwickler klarzukommen, sondern wir verstehen unter Low-Code, dass wir über Softwareentwicklung Wiederverwendbarkeit schaffen und diese Wiederverwendbarkeit für die Modellierung bereitstellen. Und was wir hier gerade gesehen haben, ist Wiederverwendbarkeit für die Integration von Services. Es gibt noch eine Folie, wie wir diese Wiederverwendbarkeit ein Stück weit erweitern wollen oder ein Stück weit eine Plattform und ein Universum ein Stück weit um die GWF bauen wollen, ist, dass wir sagen, diese Integrationsbausteine, also ob Mailing, ob Evo, ob DMS, ob S3, die sind immer gleich aufgebaut. Dadurch, dass wir bei der Stadt momentan Java nutzen, machen wir es immer so, dass wir Spring Boot Starter entwerfen, also in Spring Boot Starter, der sämtliche, in dem Fall zum Beispiel Mailing-Funktionalität beinhaltet, der hat verschiedene APIs, zum Beispiel eine API für REST und eine API für Spring Cloud Stream und im Endeffekt, wie wir das dann intern bei uns verwenden, also der Teil, der dann nicht Open Source ist, ist quasi die Implementierung dieses Spring Boot Starters, also das Anziehen dieses Spring Boot Starters, die Konfiguration der Anwendung und das Bereitstellen in unserer internen DGWF Plattform bei der Stadt, aber alles, was wir Open Source entwickeln und entwickeln wollen, sind oben das, was hier in schwarz vor allem markiert ist oder schwarz hinterlegt ist, Spring Boot Starter, sodass man theoretisch dann ein Stück weit Wiederverwendbarkeit schafft, auch zwischen verschiedenen Organisationen, wenn man ähnliche Modelle hat und ähnliche Architekturen, wenn man über Spring Cloud Stream auf einen Eventbus geht. Das ist aber nicht das einzige, der einzige Punkt, in dem wir das Integrationskonzept brauchen. Außer natürlich, dass wir Input-Output-Mapping bei Services machen, müssen wir auch Input-Output-Mapping bei Benutzern machen. Also einen Benutzer, wenn wir einen generischen Ansatz verfolgen, dann müssen wir einem Benutzer einen Ausschnitt von Daten bereitstellen können und wir müssen die Eingabe, die er tätigt, auch ein Stück weit validieren können. Das heißt, wir brauchen auch Input-Output-Mapping bei Benutzeraufgaben und in dem Fall Input-Output-Mapping auch beim Starten von Prozessen, wenn sie denn über die Aufgabenliste gestartet werden. Wie wir das machen, ist auch wieder in Build und Run aufgeteilt. Wir haben auf der Build-Seite einen Formulardesigner. Der Formulardesigner, da können wir per Drag and Drop uns Formulare zusammenbauen. Und wichtig ist hier, dass die Formfields auf der linken Seite auch erweiterbar sind. Also uns ist wichtig, dass wir ein Stück weit die Technologien einsetzen, die wir selber unter Kontrolle haben. Und das ist Vue.js mit Vuetify. Und dass wir, natürlich haben wir die Möglichkeit, ein HTML-Input-Feld
zu modellieren, irgendwie einen Service-Call zu hinterlegen und dann zu sagen, welchen Ausschnitt dieser Daten, die zurückkommen, wir in einem Select-Feld anzeigen wollen. Das ist natürlich möglich. Wir wollen das Ganze aber ein Stück weit vereinfachen und sagen, wir stellen von der Programmierung aus spezifische Formularfelder bereit, die dann bei der Modellierung einfacher genutzt werden können. Und wenn wir dann so ein Formular modelliert haben, dann wird es auf der rechten Seite gerendert. Und der Trick dahinter, den wir hier ein Stück weit verwenden, ist JSON Schema. Das heißt, wir bauen nicht irgendwie einen eigenen Standard per Drag and Drop zusammen, sondern wir bauen uns im Endeffekt eine Datenstruktur. Also wir bauen uns, wer JSON Schema nicht kennt, für die Älteren, das ist quasi was XSLT für XML ist, ist JSON Schema, würde ich mal so sagen, ist JSON Schema für JSON. Wir können uns per Drag and Drop Datenobjekte zusammenbauen, verwenden dann eine Open Source Library, Beautified JSON Schema, um diese Datenobjekte in einem Formular zu rendern. Und gleichzeitig können wir natürlich im Backend die Daten, die wir vom Benutzer bekommen und das Schema, das beim Tasking hinterlegt ist, nehmen, um die Dateneingaben zu validieren und auch ein Stück weit ein bisschen fortgeschrittenere Serialisierungen zu machen. Weil wir speichern natürlich vorwiegend auch Referenzen in der Engine, aber es kommt durchaus vor, dass wir auch mal JSON-Objekte in der Engine speichern. Und wenn wir einem Benutzer das JSON-Objekt zur Verfügung stellen wollen, aber beispielsweise eine Property davon read-only ist, dann nutzen wir auch JSON-Schema als Technologie, um uns beispielsweise dieses Objekt zu laden, die Daten zu nehmen, die Daten aufgrund von Read-Only-Attributen zu filtern und mit den bestehenden Daten wieder zu mergen und zu speichern, sodass wir ein Stück weit einen generischen Ansatz haben, wie wir Input-Output-Mapping für Benutzeraufgaben machen können. Und was wir aber bemerkt haben, ist, dass natürlich dieser Formularbilder hier auf der linken Seite und dieser generische JSON-Schema-Ansatz zu bauen seine Grenzen hat. Ja, wir haben hier Objekte und wir haben Objektlisten. Wir können die beliebig miteinander verschachteln, aber irgendwann macht es keinen Sinn mehr und irgendwann kommt auch die Validierung und das Merging und das Read-Only-Merging irgendwann an seine Grenzen, weshalb wir momentan dran sind, eine API zu schaffen, sodass wir auch bei Digitalisierungsvorhaben natürlich Formulare implementieren können und diese Formulare in unsere Taskliste einbinden können, sodass, wenn man an einen Punkt kommt, wo die Funktionalität unseres JSON-Schema-Builders nicht mehr ausreicht, auf Programmierung wieder ein Stück weit zurückgreifen kann. Jetzt haben wir gesehen, dass wir irgendwie Prozesse haben, wie wir Integrationen betreiben, dass wir auch irgendwas mit Formularen machen. Und wie spielt da überhaupt Co-Creation mit rein? Bei Digitalisierungsvorhaben reden wir nicht mehr nur von Prozessen. Also ist nicht so, dass wir einen Prozess automatisieren und der Prozess das einzige Artefakt ist, das zählt, sondern wir haben eigentlich Deployment Bundles. Also wir haben verschiedene Artefakte, die jeder so seine Aufgabe hat, die gemeinsam versioniert ein Digitalisierungsvorhaben beschreiben und die gemeinsam auch deployed werden müssen. Da haben wir zum einen JSON Schema, das haben wir gerade kurz gesehen. JSON Schema nutzen wir für, dass wir schauen können, ob die Daten, die vom Benutzer kommen, auch ein Stück weit valide sind. Und JSON Schema nutzen wir auch für unsere APIs. Wir benutzen zum Beispiel Open API, was im Endeffekt ja auch JSON Schema ist. Und diese APIs können wir dann für die eigenen Formulare, die wir entwerfen, für die Validierung nutzen. Weil wenn jemand ein eigenes Formular entwirft, haben wir trotzdem eine generische API, Stand heute. Es könnte durchaus sein, dass wir uns da ein Stück weit auch umentscheiden und über Open API eigene Endpoints ein Stück weit dynamisch ausbringen können. Was heißt dynamisch? Mit DevOps ist es heutzutage ja möglich, mit einem Klick dann auch die API mit zu deployen und dann nicht mehr diese generische Validierung zu haben. Aber da müssen wir schauen, je nach Komplexität, wo es hingeht, wann hier auch der selbstgebaute Low-Code ein Stück weit an seine Grenzen stößt. Dann haben wir natürlich Modelle, BPMN und DMN-Modelle. CMMN nutzen wir Stand heute nicht, ist auch nicht geplant. Und dann haben wir, um eins weitere zu nennen, wir haben noch ein paar mehr Artefakte, aber unter anderem haben wir auch Konfigurationen, also Konfigurationsdateien, was im Endeffekt einfach nur JSON-Blobs sind, aus denen wir, auf die wir aus dem Prozess heraus zugreifen können. Wir machen das aus dem Grund, dass das BPMN-Modell so fest sein sollte, so fix sein sollte wie möglich, weil bei einem Deployment von einem neuen Prozess wir natürlich eine neue Version erzeugen, dann irgendwie Richtung Auto-Migration schauen müssen und so weiter. Und wir wollen, dass wir in unterschiedlichen Umgebungen ein relativ fixes Modell haben. Und außerdem erlauben uns Konfigurationen noch,
Man muss sich vorstellen, dass wir Prozesse für verschiedene Referate umsetzen und nicht jedes Referat 100% gleich tickt. Und durch Konfiguration schaffen wir es, nicht zwei verschiedene Modelle zu implementieren, sondern ein Stück weit Unterschiede über Konfigurationswerte zu modellieren und nicht wirklich Anpassungen am BPMN-Modell zu machen. So viel zur Theorie. Ich würde jetzt ein bisschen in die Demo einsteigen. Im ersten Schritt werden wir uns den jetzigen Stand der Co-Creation anschauen. Also wie arbeiten wir gemeinsam an Digitalisierungsvorhaben? Was haben wir da umgesetzt? Was haben wir uns dabei gedacht? Dann werden wir ins Formulardesign einsteigen. Ich werde ein Formular, also den Prozess um ein Formular ein Stück weit erweitern. Im Anschluss ein bisschen was am Prozess anpassen, nochmal so zu schauen, wie machen wir Low-Code, und dann werden wir die Artefakte nochmal deployen, den Prozess einmal durchtesten. Nach der Demo werden wir noch ganz kurz auf das Thema eingehen, wie wir die Co-Creation Stand heute gebaut haben, was wir festgestellt haben die letzten 4 Monate, was wir ändern sollten und wo die Zukunft von dieser Co-Creation-Plattform, die wir auch gebaut haben für die Prozessmodellierung, hingehen wird. So, ich lade einmal neu. Was wir hier sehen, ist quasi ein Stück weit unsere Projektmodellverwaltung. Also da, wo wir Digitalisierungsvorhaben anlegen, also ein Digitalisierungsvorhaben wäre jetzt hier ein Projekt. Da haben wir momentan, das ist hier die Demo-Umgebung, auf der ich bin, da haben wir ein paar Testprojekte. Ich habe auch ein Testprojekt für uns angelegt, das heißt Navigate. Außerdem haben wir hier sowas wie Favoriten, zuletzt bearbeitet, ja, ein Verlauf. Einfach so ein Stück weit so ein kleines Projekt-Repository, würde ich es mal nennen. Wenn wir auf das Projekt hier klicken, dann sehen wir alle Artefakte, die zu diesem Digitalisierungsvorhaben gehören. Momentan ist es ein Prozess und 2 Formulare. Wir hätten noch die Möglichkeit, hier ein DMN-Diagramm zu erstellen, Dateien hochzuladen, ja, und so weiter. Wie wir die Dateien jetzt bearbeiten, das ist so gebaut, dass wenn wir zur Bearbeitung auf so einen Meilenstein hier klicken, dann öffnet sich in einem weiteren Tool die entsprechende Client-Anwendung, die für dieses Artefakt zuständig ist. Und mit dieser Client-Anwendung gehen wir im Endeffekt, da sage ich nachher noch ein kleines Architekturbild, auf dieselbe API und manipulieren quasi den Blob, der in der Datenbank steht. Genau, und in dem Fall für BPMN ist natürlich BPMN.io zuständig. Wir haben hier noch so ein Linter-Plugin aufgesetzt, um ein Stück weit schon bei der Modellierung festzustellen, ob das Modell auch valide ist. In dem Fall haben wir einen Error, aber das wird nur an dem Label liegen, das fehlt. Und wir haben ein paar Plugins ausgebracht, wo wir gesagt haben, na, die könnten sinnvoll sein, sowas wie zum Beispiel ein Simulation-Plugin. Wenn wir in das Formular, in den Formularbilder reinschauen, dann haben wir hier das Formular für den Prozess Start. Wir haben das Ganze so aufgeteilt, dass wir verschiedene Sections haben und in den Sections verschiedene Gruppen, und dann können wir hier ganz normal per Drag and Drop, ich habe jetzt hier mal nicht auf Bearbeiten gemacht, weil ich hier gerade nichts ändern möchte, können hier beliebige Felder reinziehen, haben auch so ein Stück weit eine Vorschau-Ansicht, in der wir schauen können, wie das Formular im Detail aussieht. Haben natürlich auch irgendwelche Möglichkeiten für Styling, was wir dann unter X-Options in JSON-Schema ablegen, für irgendwelche Standardgrößen, also ganz normale Bootstrap-Grid, das man so kennt, Größe 12, und man kann Feldern beliebige Breiten auf unterschiedliche Größen geben. Aber das nur so am Rande. Was wir dann machen ist, wir müssen natürlich dieses Formular mit dem Prozess verknüpfen. Stand heute ist es nicht so schön. Wir haben hier so einen Formularreiter, wo wir die ID des Milestones reinspeichern. Ich warte hier noch immer, so ein bisschen Richtung Camunda, ich warte noch immer auf das endgültige Release des neuen Properties Panels. Das ist noch immer nicht durch. Das ist momentan, glaube ich, im Alpha- oder Beta-State, aber der Nico Rewald hat gemeint, das kommt Anfang April. Dann werden wir hier auch ein Plugin schreiben, sodass wir ein Stück weit per Drag and Drop natürlich die Formulare auswählen können, die sich auch in unserem Digitalisierungsvorhaben befinden. Wenn wir das Ganze ausbringen wollen, dann drücken wir hier auf unseren Lastwagen, wählen das Ziel aus, wie zum Beispiel hier Demo, wählen die Artefakte aus, die wir ausbringen wollen, und drücken auf Milestones veröffentlichen. Was dann passiert, hier ist Local Daytime vom Server drin, was dann passiert ist, dass wir die Payloads in Kafka reinschreiben, das Ganze im Backend konsumieren und dort ausbringen und natürlich zurückschreiben, ob das Ganze erfolgreich war.
Bevor ich jetzt Anpassungen mache, würde ich einmal kurz in DGWF reinspringen, in die Taskliste von DGWF, um zu schauen, wie wir das dort gebaut haben. Ich lade hier einmal neu, nicht, dass mein Token abgelaufen ist. Wir haben hier die Aufgabenliste, die sehr einfach momentan noch aufgebaut ist in meine Aufgaben. Der Grund auch des aktuellen Stands, dass es noch nicht eine allumfassende Plattform ist, die sich auch mit bestehenden Fachverfahren integriert ist, dass DGWF, der Klaus hat es vorher gesagt, ein bisschen aus einem anderen Kontext kommt, aus Neo-IT, aus einem Projekt heraus, wo es vorwiegend darum geht oder ging, Formularflüsse abzulösen, würde ich es mal nennen, und nur bedingt Systemintegration zu betreiben und momentan da so ein Wandel stattfindet hin zu einer viel größeren Systemintegration und die Oberfläche hier ein Stück weit an manchen Stellen noch nachgezogen werden muss. Auf jeden Fall haben wir hier eine Aufgabenliste, wir haben aktuelle Vorgänge, ja, wir haben so eine ganz lightweight Sendungsverfolgung quasi für unsere Sachbearbeiter. Wir wollen ihnen keine BPMN-Modelle zeigen, sondern haben so ein Stück weit so eine Stepper-Komponente mit einem generischen Ansatz genommen, dass wir einen Status im Prozess mithalten. Wir haben die Möglichkeit, Vorgänge zu starten. Wir haben offene Gruppenaufgaben und Gruppenaufgaben in Bearbeitung. Ja, Gruppenaufgaben, aber Gruppenaufgaben in Bearbeitung ist das gleiche wie offen, nur dass hier noch jemand assigned sind, haben wir ein bisschen voneinander getrennt, um es klarer zu machen, weil wir durchaus festgestellt haben, dass Mitarbeiter sich Aufgaben nehmen und dann in Urlaub gehen oder halt auch krank werden und die dann sonst ein bisschen zu lang rumliegen würden. Wenn wir hier auf Vorgang starten gehen, dann würde ich jetzt einmal unseren, wie habe ich den genannt, den Prozess, mal reinschauen, Antragsprozess, unseren Antragsprozess hier starten. Da haben wir die Nachricht, die wir eingeben, die im Endeffekt hier modelliert ist. Ich lade mal einmal das Formular hier neu. Haben wir hier die Nachricht, wir könnten jetzt hier auch eine kleine Anpassung noch machen und irgendwie ein anderes Feld mit reinnehmen und sagen irgendwie die Begründung wollte ich nachverwenden. Ich mache jetzt einfach mal Begründung 1. Speichern das Ganze. Und gehen dann in unsere Co-Creation-Plattform, drücken halt auf Ausliefern und sagen irgendwie Prozess starten. Wollen wir in der Demo-Umgebung irgendwie updaten, um dann wieder zurückzugehen. Da habe ich gar nicht geschaut, ob es erfolgreich deployed wurde. Ich hoffe mal, dass es deployed wurde. Da haben wir hier, so können wir halt ein Stück weit Formulare auch schon bei der Erstellung relativ einfach durchsprechen und deployen. Wir haben nicht nur so einen Vorschau-Mode, sondern können die relativ einfach ausbringen. Sage ich meine Antragsdaten, meine Nachricht ist, hallo, ich möchte mehr im Büro arbeiten. Tatsächlich nicht. Dann klicke ich auf Abschließen. Was dann passiert im Prozess, wenn wir mal in den Prozess reinschauen, dann wird eine Bestätigung versendet. Muss mal schauen, an wen die geht. Und da kommt auch so ein bisschen die Integration. Momentan ist in dem Element-Template hier nicht alles andere ausgeblendet. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, man hätte es in dem Template hier ausgeblendet. Aber das ist mit Input-Output-Mapping gemeint. Also wenn man auf Template geht, hat man hier bestimmte Input-Variablen, die man erwartet fürs Versenden. Unter anderem auch ein prozessspezifisches Formular, das quasi die GUID aus QoS ist, zu der dann so ein S3, so ein Formular erzeugt wird. Weil wir beispielsweise häufig PDF-Dokumente noch versenden, weil nicht für jeden Prozess am Schluss auch die Daten irgendwo persistent abgelegt werden, sondern häufig auch in genehmigtes PDF, das unterschrieben ist, reicht an ein bestimmtes Postfach. Ja, die E-Mail ist jetzt nicht so spektakulär. Kann ich hier trotzdem mal zeigen. Also ist es hier nichts Spektakuläres. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich habe jetzt einfach mal eine E-Mail ohne Template versendet, um mal so die Kafka-E-Mail-Integration zu zeigen. Was dann im nächsten Schritt passiert ist, wir müssen den Antrag prüfen. Wir haben hier den Start of Instance, der das Ganze zugewiesen bekommen hat. Wenn wir reingehen, ich habe den Prozess gestartet, das heißt, ich darf meine eigene Anfrage bearbeiten, gehe dann hier rein und habe dann die Möglichkeit, die Antragsdaten hier ein Stück weit zu bearbeiten. Darf jetzt hier nichts anderes machen, sondern klicke hier einfach mal nur auf Abschließen. Anpassungen am Prozess können dann dementsprechend auch relativ einfach gemacht werden. Das heißt, wenn irgendwie das Antrag prüfen zu einer Entscheidung führen sollte, wo entweder Antrag angenommen oder Antrag abgelehnt ein Stück weit plus A. Macht denselben Fehler manchmal. Das müssen wir unbedingt noch verbessern. Ich vergesse es da oben auf Bearbeiten zu drücken, dann ist die Datei, weil wir momentan Pessimistic Locking noch machen, nicht für mich gesperrt. Dann darf ich leider nichts eintragen.
Das heißt, Annahme senden, Ablehnung senden. Sagen wir irgendwie, das ist der Default Flow und hier wollen wir über eine Expression irgendwie auf eine Variable zugreifen, die nennen wir jetzt einfach mal Entscheidung. Und das sollten Boolean dann sein. Wenn die Entscheidung positiv ist, dann senden wir die Annahme. Antrag angenommen. Und machen hier noch irgendwie die Gründung rein. Und der Antrag ist abgelehnt. Die Gründung ich mir gleich für den Key. Genau. Expression habe ich dran. Jetzt ist so ein bisschen, was wir hier auch machen wollen, sobald das neue Properties Panel kommt, dadurch, dass wir die JSONs, dadurch, dass wir wissen, welche Formulare verwendet werden in den User Tasks, können wir auch ein Stück weit wissen, welche Daten im Prozess zur Verfügung stehen. Das heißt, für uns ist ein Prozess ein Stück weit auch eine Datenquelle. Und was ich schon gesehen habe, ist, dass eventuell für Element-Templates und auch für eigene Felder eine Erweiterung in BPM-NIO kommt, sodass man Data-Provider hinterlegen kann, sodass wir ein Stück weit Autocompletion haben, wenn wir auf Variablen zugreifen und nicht irgendwie der User schon bei der Modellierung irgendwie wissen muss, wie er in einem Formular ein bestimmtes Feld genannt hat. Ich würde jetzt hier einmal noch schnell den Antrag prüfen, erweitern. Und wir machen hier noch eine Checkbox rein und machen wir es in eine eigene Section. Machen hier eine Gruppe rein und sagen, dass hier ich habe schon eine Gruppe. Checkbox. Und hier noch die. Schauen, ob ich es richtig geschrieben habe. Grüß gleich nochmal. So. Genau. Im Modeler habe ich Begründung, ja, müsste passen. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können einmal nochmal die Formulare hier schön ausbringen, auf Demo klicken und das Ganze veröffentlichen. Und wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, dann müssten wir irgendwie, wenn wir den Prozess nochmal starten, die Auswahl haben, ob der Prozess in Ordnung ist oder nicht. Mein toller Antrag, gehen wir mal rein, gehen auf Antrag prüfen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, der Antrag ist okay. Sagen wir einfach mal im einfachsten Fall, der ist okay. Du willst ja nichts von mir. Und klicken auf Abschließen. Was jetzt passiert ist, wenn wir in den Modeler reinschauen, ne, wir haben gerade die Aufgabe bearbeitet, habe gesagt, der ist okay. Jetzt müsste theoretisch noch so eine Annahme-Mail versendet worden sein, wenn alles richtig ist. Ja, Ihr Antrag ist angenommen worden. Toll, du willst ja nichts von mir. Also es ist mal wirklich ein einfaches Beispiel mit E-Mail-Integration, weil mit einem Monat Welt im Wesen oder so wahrscheinlich die wenigsten hier was anfangen können. Einfach, dass ein Stück weit greifbar ist, wie wir uns Integration über Element-Templates vorstellen, wie wir das machen, wie wir das Data-Mapping machen, wie Daten aus Formularen in den Prozess reinkommen. Und so weiter. Ich würde jetzt kurz nochmal in die Präsentation reinspringen und dann haben wir hoffentlich noch Zeit für ein paar Fragen. Es sind noch zwei kleine Slides. Und zwar, wie haben wir Co-Creation momentan gemacht und was ist der aktuelle Stand? Wir haben ein Stück weit ein Backend geschaffen, das eine Open API hat, das verschiedene Artefakte verwalten kann. Das Deployments handeln kann, indem es irgendwie an Kafka angeschlossen ist, über Spring Cloud Stream, das Projekte verwalten kann, das irgendwie Rechte-Management hat und so weiter. Wir haben für jedes Artefakt, das dazukommt, ein eigenes Client-Tool geschrieben, das dann auch in einem separaten Tab geöffnet wird, aber auf dieselbe Open API geht. Über SSO gar kein Problem, der User hat dann Zugriff drauf, darf irgendwie Anpassungen an den Milestone machen und so weiter. Am Ende, wenn alles toll ist, klicken wir in der Development-Plattform auf Deployment und super.
es ist leider nicht so super, wie wir uns das von Anfang an gedacht haben. Zumindest haben wir momentan so den Anschein, dass wir hier was zu paar Teilen nachbauen, das wir hätten nicht nachbauen sollen, beziehungsweise was wir anders machen können. Das gilt zum einen für das ganze Versionierungsthema, wenn wir in Entwicklung denken und Versionierung, da muss man als Entwickler in Git denken. So, warum verwenden wir nicht Git, sondern warum machen wir es selber? Am Anfang hatten wir irgendwie keine Möglichkeit gesehen, wie wir Git im Backend so integrieren und so als Persistenzlayer nutzen können, dass es einfach zum Entwickeln ist und auch einfach zum Bedienen. Des Weiteren mit den Client-Werkzeugen. Warum machen wir nicht eine geschlossene Plattform mit allen Client-Werkzeugen? Die Antwort ist auch einfach, naja, wir müssen Richtung Micro-Frontends gehen. Ansonsten hat man ein monolithisches Frontend ohne richtiges Plugin-System, wo wir jeden Client irgendwo drin haben und dann Abhängigkeiten und dann wird es irgendwie ein riesen Frontend. Wir haben so ein bisschen nochmal geschaut, wie eigentlich auch andere Web-IDEs bauen. Und wenn man so ein bisschen in den Web-IDE-Bereich reinschaut, dann trifft man relativ schnell auf Visual Studio Code. Das heißt, was wir momentan ein Stück weit untersuchen ist, können wir nicht das nutzen, um auch so ein bisschen weg von dem Thema Lifecycle zu kommen. Ich meine, das ist schon toll, so eine Entwicklungsplattform selber zu haben, aber jedes einzelne Client-Tool muss man lifecyclen, die ganze Backend-Plattform muss man lifecyclen und das darf man bei der Anzahl der Entwickler nicht unterschätzen. Nur weil man es machen kann und bestimmt auch damit mit Git-Synchron irgendwie hinkriegt, heißt es nicht unbedingt, dass man es machen sollte, wenn man jetzt nicht Hardcore 200 Entwickler auf der Bank hat, die sich darum kümmern können. Das heißt, wo wir hingeschaut haben, es gibt in dem Bereich vom Workspace Management auf der rechten Seite gibt es Eclipse G, es gibt Gitpod, es gibt Coder, es gibt unterschiedliche Plattformen, die Workspace Management machen können. Also die in Kubernetes Pods hochziehen können an Visual Studio Code Anwendungen, wo man dann quasi über Visual Studio Code direkt auf Git arbeitet. Unsere Idee Stand heute ist, dass wir Eclipse Teja customizen, sodass es nicht mehr ganz so aussieht wie Visual Studio Code, weil wir sonst ein bisschen Angst haben, dass unsere Prozessdesigner keine Lust haben, Prozesse zu entwerfen und dass wir diese Client-Anwendungen in Visual Studio Code Plugins verpacken. Das heißt, der Client-Teil dieses Frontends, BPM NRO, da gibt es schon ein paar Beispiele für Visual Studio Code Plugins. Was wir momentan machen, ist unseren Form-Builder, also unseres JSON Schema Form-Building, daraus machen wir ein Visual Studio Code Plugin. Für unser Config-Modeling machen wir ein Visual Studio Code Plugin. So dass wir dann über ein VS Code, das in Kubernetes bei uns läuft, beziehungsweise OpenShift, und eventuell wird es auch Code Ready Workspaces, was Eclipse Taya und Eclipse J von Red Hat ist, wo wir dann direkt auf dem Filesystem arbeiten, auf Git arbeiten können und dann ein super simples Git-Plugin bereitstellen, wo die Prozessmodellierer nur noch sagen können, Änderungen synchronisieren. Und wenn ein Fehler auftritt, dann kümmert sich der Entwickler drum. Weil was wir auch festgestellt haben, ist, wenn wir so arbeiten und komplexe Digitalisierungsvorhaben haben, dann haben wir hier eine tolle Plattform für Prozessdesigner geschaffen. Der Entwickler im Hintergrund lädt sich aber Stand heute das Modell runter, schreibt einen automatisierten Test dafür und checkt es in Git ein für das Produktivdeployment. Das heißt, wir nutzen die Plattform für die Testdeployment und die Teststages, aber Stand heute nicht für die produktiven Deployments, weil für viele Vorhaben durchaus ein automatisierter Test halt benötigt wird. Und da wollen wir ein bisschen umdenken. Vielleicht gibt es da auch andere im Camunda-Umfeld, die hier schon Erfahrung gesammelt haben im Bereich Web-IDE, im Bereich BPM-IDE, aber diese Visual Studio Code-Plugins werden auch auf jeden Fall Open Source entwickelt werden. So viel zu unserem Dominik. Genau, wir haben jetzt nämlich so viel. Zwei wir haben jetzt, Fragen. Ich weiß, tut mir leid, es ist durch. Man kann dich nicht hören, Matthias. Ja, Matthias, du bist gemutet. Ich war noch gemutet, ja. Super spannendes Thema, deswegen haben wir es einfach so lange laufen lassen, auch wenn wir jetzt dann ein bisschen von der Mittagspause klauen an Zeit. Ich hoffe, das kann verkraftet werden, ob des spannenden Themas. So ein paar Themen und Fragen kommen einem dann natürlich direkt irgendwie in den Kopf bei dem, was ihr so erzählt. Dominik, du hast es auch gerade angesprochen, Richtung Test von Prozessen, das würde ich gerne nochmal geschärft haben, wie so das Zusammenarbeitsmodell dann eben mit den Menschen, die irgendwie Prozesse entwerfen, Prozessdesigner, so vom Verhältnis her habe ich wahrgenommen, zwischen Entwicklung und Nutzern ist das durchaus schon größenordnungsmäßig unterschiedlich, wer da Prozesse baut und wer da Themen für die Plattform entwickelt oder diese Integrationen, diese Questions-Aspekte. So ein Thema, was mir direkt in den Kopf kommt, ist eben Test von Prozessen.
wie macht ihr das heute? Du hast gerade eben gesagt, dann muss sich der Entwickler das wieder nehmen. So gerade in Richtung Weiterentwicklung ist das natürlich ein spannendes Thema. Also man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen Digitalisierungsvorhaben, die einfach sind, die nur bestehende Templates nutzen. Also wenn wir hier nochmal hochschauen auf Folie 14, also wenn ich nur bestehende Templates nutze und nicht viel selber mache, da haben wir ganz, ganz viele Prozesse, wo es einfach nur darum geht, ein paar Formulare zu modellieren, bestehende Funktionalitäten zu nutzen und den Prozess durchlaufen zu lassen. Da kommt es Stand heute auch noch vor, dass es keine automatisierten Tests gibt, was natürlich jetzt nicht optimal ist. Wir haben aber auch komplexe Digitalisierungsvorhaben, wie zum Beispiel das Parkausweismanagement, das auch ein eigenes Backend entwickelt. Die nehmen natürlich dann das Modell, das derjenige in der Co-Creation entwirft und momentan natürlich daraus Milestones macht, lädt sich das Ganze runter und schreibt dafür automatisierte Tests. Und das ist natürlich gerade der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, eigentlich sollte der auf demselben Git-Repository arbeiten. Eigentlich könnten wir BPM-Test-Coverage nehmen von Camus. Und eigentlich könnte der Prozessmodellierer den Test schon bei der Entwicklung ausführen, die Testergebnisse als HTML-Report angezeigt bekommen. Und wenn Entwickler und Modellierer auf derselben Persistenzschicht arbeiten, ist es kein Problem mehr. Momentan ist es ein Problem, weil wir halt hier auf einer relationalen Datenbank persistieren. Das ist schon okay. Und es funktioniert auch gut. Aber es funktioniert für komplexe Digitalisierungsvorhaben nicht mehr so gut, wenn wir Entwickler wieder brauchen. Na, da kommt dann eben Low-Code mit Pro-Code oder wie man es auch immer nennen will, wieder zusammen, ne? Okay, cool. Mario, hast du noch eine Frage? Ja, also die Frage natürlich, wenn man jetzt Open Source hört, ist die Frage, wie weit seid ihr da mit Open Source? Welche Teile davon würdet ihr Open Source stellen? Und ja, wenn man das mal ausprobieren will, geht das schon teilweise? Ist bestimmt auch interessant für einige. Ja, wir stellen alles Open Source. Wir machen es jetzt seit 3 Wochen und es ist eine größere Plattform. Das heißt, es dauert ein bisschen, weil wir wollen es ja auch so veröffentlichen, dass man es auch nutzen kann. Also nein, man kann es nur in Teilen aktuell nutzen. Ja. Wer sich ein bisschen mehr informieren will oder auch up-to-date bleiben will, ich habe hier oben unsere URL eingeblendet, www.münchendigital.io. Da kann man drauf gehen, da ist die Landingpage dahinter, da ist auch unser Git-Repository dahinter. Grundsätzlich verlagern wir gerade die komplette Entwicklung draußen. Das heißt, wir werden nicht nur Code nach außen bringen, sondern es sind die kompletten Issues draußen, es sind die kompletten Diskussionen draußen. Man kann sich beteiligen. Es ist alles offen. Man muss uns nur noch ein bisschen Zeit geben, weil es, wie gesagt, ein bisschen größere Geschichte ist aktuell. Ja, vor allem auch der Umbau, sodass Open Source Sinn macht. Wir könnten natürlich unsere Plattform Open Source stellen mit allen Anbindungen von Keycloak und Co., aber dann bringt es keinem was. Deswegen gehen wir den Weg zu sagen, wir machen auch Spring Boot Starter, die wirklich eine Plattform ergeben, die man Open Source, die Sinn macht, Open Source weiterzuentwickeln und nicht einfach nur Public Code schreiben, der am Schluss nur von uns verwendet werden kann. Das bringt dann auch nicht so viel. Genau. Also unser Ziel ist tatsächlich, dass die Plattform von, nicht nur von Verwaltung, also das ist völlig verwaltungsagnostisch, was wir da tun, dass es wirklich auch genutzt werden kann. Cool, bin gespannt, was daraus wird, so in Richtung Wiederverwendung. Da ging auch noch eine Frage in diese Richtung. Und mit der schließen wir dann vielleicht auch, glaube ich, um hier nicht zu stark zu überziehen. Da gab es die Frage, mit welcher Technologie dieser Formdesigner gebaut wurde. Ich würde die vielleicht noch ergänzen um die Fragestellung. Ich meine, Camunda ist ja auch gerade dabei, mit Forms.js irgendwas in Richtung Formulare zu tun. Habt ihr da Bestrebungen, in die Richtung zu denken oder wie ist da so der Stand bei uns? Haben wir uns schon angeschaut. Das Thema, was ich nicht ganz so gut an Forms.js finde, ist, dass es ein eigener JSON-Standard wieder ist. Und unsere Idee war, kommend von JSON-Schema, wir wollen eigentlich Datenobjekte bauen, die wir auch nehmen können für die Validierung im Backend. Und bei JSON-Schema können wir, es gibt Java-JSON-Schema-Libraries, die dir die Daten validieren. Es gibt Frontend-View-Libraries, die dir dieses Beautify quasi über JSON-Schema rendern. Und das reicht uns ein Stück weit. An Funktionalität, die wir brauchen, um auch flexibel zu sein und nicht auf Funktionalität nur bauen zu können, die halt vom Hersteller in dem Fall kommt. Ja, es sind ja auch nicht nur die Validierung und Formulare, sondern auch die APIs. Also nur weil es so ausschaut wie ein Formular, bei uns ist es einfach ein Objekt und man kann dort an bestimmten Stellen einfach Daten reinstopfen. Manchmal kommt es aus dem Formular, manchmal kommt es aber auch über eine API, zum Beispiel über ein Integrationsartefakt. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich die Summe aller Inputs, Outputs, irgendwie so ein Stück weit der Prozessdatenhaushalt, den ihr dann wieder nutzen könnt, zur Validierung an den einzelnen Stellen im Prozess.
um dann möglichst einfach eben die Dinge miteinander zu verdrahten und dann auch Leute in die Lage zu versetzen, das ohne viel Entwicklungs-Know-how tun zu können. Okay, vielen Dank euch für den tollen Vortrag. Ich bin wirklich gespannt, was daraus wird, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall einen Blick aufs Git haben bei euch und gucken, was da noch so auftaucht Gerne. und schauen, was wir noch Contributen, Matthias, contributen. Genau. machen können. Ja, schauen wir mal, was wir dann davon nutzen können und dann können wir auch contributen, wenn da irgendwie Teile sind, die man aktiv in der Hand hat irgendwie, ne? Dann macht das ja Sinn. Alles klar, vielen Dank. Danke für die Dann Einladung. Dankeschön.